konnten mir alle Premium-Leute hinterher joinen, um mich ja maximal abfangen zu können. Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Bad Wars und heute mal auf der Map Flowers. Natürlich auch ungenickt unterwegs, wie hätte es auch anders sein können. Und ich habe auch angesagt, dass ich wieder reingehe in diese Runde Bad Wars. Also konnten mir alle Premium-Leute hinterher joinen, um mich ja maximal abfangen zu können. Und ich schaue einfach mal, wie die Runde so wird. Ich habe mir extra eine 8x1er-Map ausgesucht, da ich mir gut vorstellen kann, dass es ziemlich lustig werden kann, wenn einige Leute ja eventuell versuchen einzufokussen. Man weiß es ja nicht, ob das Zufall ist oder ob das einfach gewollt ist. Das will ich jetzt überhaupt gar nicht hier abstreiten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, uns in die Mitte zu bauen, um uns eventuell hier schon mal einen Bogen zu sichern und dann noch einen Pfeil. So, natürlich immer auch ein bisschen darauf achten, dass jetzt nicht irgendwie ein Nachbar sich zu uns baut. Momentan sieht es noch relativ friedlich aus, aber ich glaube, wir schaffen es leider nicht, in die Mitte zu kommen. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, ne, wir werden das definitiv nicht schaffen. Aber egal, einfach mal so weit versuchen, wie es geht. So, und dann hier nochmal ein Block. Ich springe jetzt einfach mal ganz kurz runter, um mir den Weg zu ersparen. Da ist nämlich schon ein Kollege, der sich rüberbauen möchte. Und ich hatte ja jetzt auch nicht wirklich viel Equipment. Deswegen kann mir das eigentlich relativ egal sein. Er benutzt meinen Weg, sehe ich gerade. So, dann nehme ich hier das Schwert. Okay, dann nochmal die Rüstung. Und nochmal hier ein paar Steaks. Und vielleicht sollte ich mir nochmal ganz kurz hier Ausrüstung kaufen. So, nochmal Lederausrüstung. Und dann würde ich sagen, können wir rüber rushen. Wir haben dann eine Steinspitzhacke, nochmal ein paar Blöcke. Und eventuell sollten wir auch nochmal unser Bett etwas einbauen. Zumindest, dass es halt etwas gesaved ist. Und so würde ich sagen, vielleicht. Ja, doch, sollte okay sein, denke ich mal. Es muss ja jetzt nichts Atemberaubendes sein. Hauptsache, dass es so ein bisschen verteidigt. Und der Nachbar chillt einfach seine Base. Das heißt, ich kann mich da theoretisch rüberbauen. So eventuell. Ja, sollte ganz gut klappen. Er steht da nur AFK herum. Ich weiß jetzt nicht, ist er AFK oder? Ja, und jetzt jedenfalls müssen wir mal schauen. Der steht da nur AFK herum. Und dann kann ich mir einfach mal sein Bett klauen. Und dann ist er jetzt auch schon draußen. Es müsste sich jetzt keiner zu uns rüberbauen, das ist gut für uns. Dann werde ich mir einfach mal das Eisen hier grabben und mich nochmal in die Mitte bauen. So, hier nochmal die bessere Rüstung kaufen und eventuell nochmal ein besseres Schwert. So, und dann haben wir hier auch nochmal gutes Equipment. Okay. Gut, Leute, dann sind wir gar nicht mal so schlecht dabei. Also, ich muss sagen, die Leute spielen hier relativ normal. Also, was heißt relativ? Die spielen eigentlich ganz normal. Es tut mir jetzt leid für den Typen, der jetzt AFK war, aber warum geht man auch in der Bad Wars-Runde AFK, sollte eigentlich die Frage sein. Deswegen kann ich da keine Rücksicht drauf nehmen und Alter, hier ist so viel Gold, dass YouTube-Money fließt. Spaß, Leute. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal direkt zu Anfang einen krassen Bogen. Das können wir uns jetzt einfach mal gönnen. Und Alter, jede Menge Eisen, shit. Ja gut, dann würde ich sagen, dann kaufe ich mir nochmal zwei Kisten oder sowas und werde die hier vorplatzieren. So, hier. Gut. Dann werde ich mir jetzt nochmal einen guten Bogen gönnen. Alter, der Bogen, der ist immer richtig krass, Leute. Das kann ich euch versichern. So, und dann sollte ich mir vielleicht noch ein besseres Schwert kaufen. Und vielleicht kaufe ich mir jetzt am besten nochmal sowas hier. Und die Kiste packe ich dann einfach mal hier hin. So, und dann haben wir jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gutes Equipment. Vielleicht sollte ich mir nochmal jetzt nur kurz, ganz kurz eine Speed Potion kaufen. So, eine Speed Potion haben wir hier. Und dann sollte das an sich auch genügen. Da kommt aber einer rübergerusht, sehe ich gerade. Nur was er nicht weiß, ist halt, dass ich einen Bogen habe. Er sneakt so komisch und jetzt, zack, bam. Scheiße, ich habe ihn nicht getroffen. Oh, jetzt aber. Habe ich ihn getroffen? Ich weiß jetzt nicht, ob der einen Bogen hat. Ich gehe mal davon aus, dass er keinen Bogen hat, weil er eben so aktiv draufgestürzt ist. Das wäre ihm alles scheißegal. Okay, dann werde ich ihn jetzt versuchen, auf jeden Fall zu bekommen. Denn es sieht nicht so aus, als würde er irgendwie davor scheuen, wegzurennen. Ja, okay, dann haben wir den jetzt.
Und den Kollegen schießen wir auch nochmal runter. Oh, kriegen wir den? Perfekt, den bekommen wir auch noch. Wir haben Team Gelb vernichtet. Was? Ach so, sein Bett wurde also schon abgebaut. So, Team Schwarz ist noch am Leben. Ich muss da mal ganz kurz gucken, wer jetzt hier noch lebt. So, den können wir theoretisch runterschießen. Oh shit. Ist jetzt gesehen. Ich schieße deswegen extra etwas rechts. Ah, war wohl nichts. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. Oh, da ist der Kollege. Bam. Und dann fliegt er runter. Deshalb. So, Team Schwarz. Das ist jetzt. Wo ist das? Team Schwarz da hinten. Alles klar. Dann Team Grün ist auch noch am Leben. Und Team Gelb. Ne, das ist Team Gelb. Team Blau. Team Blau. Okay, gut, dann können wir erstmal hier rüber rennen und sollten dann den Typen aus Team Schwarz bekommen. Hier müssen wir uns ja keine Sorgen zu machen, da hier ja schon, ja, eigentlich alles relativ safe ist. So, ich muss nur ganz kurz mal einen Blick drauf werfen, wie es bei uns aussieht. Wir sind ja Team Orange und das lädt leider nicht so weit. Habe ich die Render Distance denn richtig eingestellt? Sollte eigentlich alles richtig eingestellt sein. Und zack, ich sollte ihn runterschießen können. Bam. Okay, doch, das sollte gut funktionieren. Okay, gut. Und jetzt müssen wir ihn halt einfach nur die ganze Zeit runterkloppen. Bumm. Ja, das tut mir jetzt voll leid. Das ist nämlich irgendwann total abfuck. Also wenn man andauernd nur runtergeschossen wird. Aber ich meine, was soll ich machen? Ihn verschonen wäre jetzt auch nicht richtig. Deswegen muss ich ihn schon töten. Und das Bett sollten wir jetzt auch abbauen können von hier aus. Nein, immer noch nicht. Was? So, dann hier nochmal ganz kurz abbauen. Und jetzt sollten wir dran kommen. Gut. Es tut mir halt, wie gesagt, leid, dass es jetzt so eine miese Taktik war. Aber letztendlich ist es halt alle gegen alle und da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. So, und ihn möchte ich jetzt noch gerne runterschießen. Okay, den haben wir runtergeschossen. Genau, den haben wir runtergeschossen. So, 15. Da werde ich mir erstmal ganz kurz Gunpowder gönnen. Und das war mein Bett. Ja, gut. Dann werde ich ihn auch nochmal ganz kurz töten. Denn wer mein Bett abbaut, der geht definitiv zu weit. So, Kollege, hau rein. So, da ist Team Blau. Okay, dann werde ich den jetzt hier auf jeden Fall töten. So, wenn er spawnt, dann... Hä? Okay, und zack, da haben wir ihn runtergeschossen. Jetzt sollen wir einfach mal ganz kurz rüberrushen und ihn töten. So, hier. Das Bett wurde abgebaut und dann hau rein, Kollege. So, dann hier nochmal ganz kurz... So eine Speed Potion. Okay, der baut sich da hoch und versucht sich sein Gold zu saven. Schaffen wir den zu treffen? Ach, scheiße, ich habe gehofft, dass wir den echt treffen, aber naja. Da konnte ich mir leider nicht zu viel Hoffnung machen, weil das halt einfach mega weit entfernt war. Und ich würde sagen, wir machen jetzt halt einmal diese 8x1er Variante und direkt daraufhin werde ich noch eine Teamrunde spielen auf einer etwas kleineren Map, damit das Video nicht allzu lang wird. Aber damit ihr auch sehen könnt, wie das vielleicht in der Team-Variante aussehen könnte, weil ich muss sagen, ja, die Runde, die war eigentlich ganz normal, also wir konnten ganz normal spielen. Es hat keiner versucht, jetzt sich irgendwie speziell zu uns zu bauen. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Hat er auch einen Bogen? Er hat auch einen Bogen. Shit. Shit, 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 shit. Bitte nicht, bitte nicht. Och nein, och nein. Oh Mann. Ach, da war ich mir schon so sicher, dass die Runde endlich fertig ist. Was heißt endlich? Ach, mein Bett wird ja abgebaut. Och, ich bin so ein Vollhorst. Ich habe echt gedacht, dass mein Bett noch da ist. Oh Mann, ich hätte nicht so drauf... Also, ich habe irgendwie gedacht, dass mein Bett halt auch da ist, obwohl ich das schon gecheckt habe, dass mein Bett abgebaut wurde. Och Mann, ich war so dumm. Shit. Ja, egal, war trotzdem eine gute Runde. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir einfach mal uncut in die Map. Antique hieß sie, glaube ich. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt irgendwie dachte, denn wenn ich das gewusst hätte, also wenn mir das irgendwie bewusst gewesen wäre, dann wäre ich niemals einfach so draufgestürzt, so ganz YOLO. Ihr habt es ja auch gesehen, ich habe mir da gar keine Sorgen drum gemacht, dass ich irgendwie runtergeschossen wurde, sondern ich habe halt einfach ganz normal gespielt und habe gedacht, ja okay, wenn ich halt sterbe, dann respawn ich nochmal. Aber das war ja dann irgendwie doch nicht so der Fall, ne? Naja, egal, jetzt nochmal kurz auf der Map Antic. Oder Antik. Und hier werden wir versuchen, einfach mal so eine YOLO-Runde zu machen. Und ich bin gespannt, inwiefern das denn möglich sein wird. Oder ob das denn möglich sein wird. Ich denke mal, das sollte möglich sein, aber... Naja. Er schreibt, hey. Hi.
Er schreibt Mütze. Ja, ich weiß, das sollten wir machen, ne? Das wäre nicht verkehrt, sich in die Mitte zu begeben. So, ich glaube, er laggt ein wenig durch die Gegend, oder? So. Okay, ich baue mich erstmal ganz kurz in die Mitte. Ich denke mal, wir werden nicht die Ersten sein. Und, okay, das sind schon welche. Aber wir haben eine Waffe und die haben keine Waffe. Das heißt, wir können auf jeden Fall unseren Vorteil ausnutzen. Okay, da können wir drüber rennen. Ich denke mal, das könnten wir schaffen. Das könnten wir schaffen, definitiv. Und zack. Und... Aum, geh weg. Okay, da haben wir das Bett. Und dann möchte ich gerne noch den Kollegen hier töten. Wenn das denn möglich ist. So, den haben wir auch noch bekommen. Dann würde ich sagen, kaufe ich mir einfach mal eine bessere Spitzhacke hier. Denn die macht eigentlich relativ viel Damage und sollte auch genügen. So, dann baut der bei Luke sich dahin. Alles klar, da ist noch mein Teamkamerad. Ich werde jetzt mal versuchen, einfach zu... Ah, okay, er baut sich da schon rüber. Dann würde ich sagen, ich könnte mir rein theoretisch jetzt einen Bogen holen, aber inwiefern das jetzt nötig ist, weiß ich auch nicht. Ja, komm, ich versuche einfach so eine YOLO-Runde zu machen. Das Bett von Team Grün wurde auch abgebaut. Was? Krass. Alter Shit, Leute. Schaffen wir es einfach vielleicht hier rüber zu rennen? Das ist ja mega nice. Und, oh, das sollten wir schaffen. Das sollten wir definitiv schaffen. Ja, das schaffen wir, Leute. Und dann noch der letzte. Dann haben wir die Runde auch schon gewonnen. Also es war ganz normal möglich, hier die Runde zu gewinnen. Und, Alter, das ging echt mega schnell. Also wenn, oh, der ist runtergeflogen. Alter, das war eine echt richtig schnelle Runde, muss ich sagen. Wie schnell haben wir es, also wie lang war die Runde jetzt? Steht das hier irgendwo? Du hast einen neuen Rekord aufgestellt. 2 Minuten und 15 Sekunden. Ja, das war krass. GG auf jeden Fall. Und, boah Leute, also war auf jeden Fall jetzt eine knackige Runde Bad Wars. Ich denke mal, ihr konntet dann so einen Einblick bekommen, wie das so aussieht im Bad Wars. Ich muss sagen, das waren echt wahrscheinlich nette Spieler, die drauf geschissen haben, ob man jetzt hier irgendwie einem YouTuber spielt oder nicht. Aber es kann natürlich auch immer anders aussehen, dass jetzt irgendwie Leute dabei sind, die dann einen vollkommen zerstören möchten. Aber die waren eigentlich relativ chillig, also waren coole Leute. Und ja, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.